Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von Valheim. Der Mike ist natürlich auch mit am Start. Hallo. Hallo. Oh, ich falle direkt Hallo. wieder runter. Oh, ich gehe wieder rein, obwohl ich gerade rausgegangen bin. Ja, Geil. auch gut, auch gut. Ich sehe, wir sind noch voll drin. Ich glaube, wir haben ungefähr einen Monat nicht mehr aufgenommen, weil ich 2 Wochen im Urlaub war und mir gedacht habe, ne, davor ein paar Tage ein bisschen Ruhe und danach vor allem, ne, nicht direkt, wenn ich wieder anfange zu arbeiten, direkt noch den Stress haben, irgendwie Zeit zu finden, Termin zu finden. Wir glauben, wir waren hier und haben diese Höhle leer gemacht, weil wir schwarze Kerne wollten. Ich meine, ich wollte die für irgendeine Waffe haben. Ja. Tschüss, Mike. Das Ja. Problem ist, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie viele wir brauchen. Aber das können wir herausfinden. Wir haben ja ein Portal hier. Wir waren ja diesmal schlau. Echt? Ich freue mich gerade voll auf Valheim. Ja, wir waren nicht schlau. Wir haben ja das Portal, habe ich ja hingestellt. Wollen wir erstmal eine Runde pennen gehen? Oh, es ist Dann eh mal machen. gerade Tag geworden. Ich glaube, wir können gar Oh, nicht mehr sorry. schlafen. Mal gucken, vielleicht können wir ja noch. Auf jeden Fall trocknen geht klar. Aber ich glaube, Kannst schlafen um wird diese nicht mehr Zeit nicht funktionieren. schlafen. Hä? Du kannst um diese Zeit nicht schlafen. Ah. Ja, dann muss ich mich kurz mal hinsetzen, dass ich Buff hier bekomme. Eine kleine Buffigkeit. Den Buff. Der gute Buff. Ja, ich habe festgestellt, als ich die letzten paar Folgen bearbeitet habe, dass man leider ein bisschen Mikes Musik gehört hat, wenn Mike gedingst hat, geredet hat. Ja, ich war ja immer hart am Abfeiern ist beim Aufnehmen. Da muss man immer ein bisschen, ne? Und ich habe erst Ja, gedacht, ich weiß, warum ja. rauscht das denn so? Das ist mir so beim Spielen gar nicht so aufgefallen, tatsächlich. Nee, ne? Ja. So, ich muss in den Nebel. Das war das In diesem Nebel. Todportal. Und wir haben einen Tipp bekommen von Jean. Schon wieder. Jean hat auch geschrieben, ne, spricht man Französisch aus, ist ein französischer Name. Ich hoffe jetzt, die Französen sprechen es Jean aus. Sonst ist meine Sprache, blasphemischen Sprachkenntnisse mal wieder zum Tragen gekommen. Ich hatte zwar 10 Jahre Französisch in der Schule, aber ja, ich kann sagen, je ne parle pas français, was so viel heißt wie ich spreche kein Französisch. Ich verstehe überraschend viel, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das so gut war, was ich da in der Schule fabriziert habe in Französisch. Haben wir eine Truhe für Chitinpanzer? Sollten wir eigentlich haben, aber kann auch sein, dass ich die immer überall verteilt habe. So, für was brauchte ich die Kerne? Hätte jetzt vermutet, dass es irgendwas. Hier drin war. Aber da ist es nicht drin. Eigentlich, für was brauche ich denn die Kerne? Ich weiß nicht mehr, was du mit den Kernen vorhattest. Wollten wir irgendwas bauen? Achso, ja, ich muss da, wäre natürlich von sinnvoll, wenn ich auch noch sage, was der Tipp war. Bei der Königin ist doch so ein Holzding, wo ich mich eh schon gefragt habe, warum da so ein Holzding ist. Und da kann man einfach aufmachen und da ist ein relativ breiter Raum, wo man sich häuslich einrichten kann. Also das ist tatsächlich dafür gedacht, mehr oder weniger, dass man da ein bisschen Ruhezone hat. Okay. Okay, ich habe keinerlei Ahnung mehr, für was ich das haben wollte. Ich hätte schwören können, das wäre für irgendeine Waffe gewesen, weil ich ja gerade dabei bin, diese ganzen Waffen herzustellen. Toll, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt ist der Yogi verwirrt. Aber Möchte ich gerade. stehe. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem ein bisschen Harz einsammeln können. Und das heißt, wir fliegen mal rüber zum Extrahierer und holen uns. Oh, da ist ein Fettsack. Also nicht ein Fettsack, sondern so ein Bomber. Eine Bombe. Holen wir den doch erstmal vom Himmel. So. Mal gucken, ob er bis zu uns kommt, bevor wir ihn umgebracht haben. Ich sehe das Leben noch nicht. Er müsste eigentlich hart getroffen werden. Jetzt hat er uns, glaube ich, gleich entdeckt.
Nein, nein, nicht Feuer spucken. Ha! Er kam kein einziges Mal dazu, irgendwas zu tun. So lobe ich mir das. Moment, ich wollte ja rüberfliegen. Ja, auf jeden Fall, mein Ziel ist es immer noch, dass ich uns die Ausrüstung baue, damit wir nochmal zur Königin können und da vielleicht ein bisschen mehr Schabernack treiben. Ich weiß, was ich hätte machen können. Ich hätte mir Jean in Google Translator schreiben können und dann auf Französisch und dann der Google Translator kann vorlesen und das ist wohl meistens relativ gut, was er vorliest. Jetzt mal eher dran gedacht. Ja, hätte ich mal machen müssen. So, das Leuchten schwindet, aber es leuchtet trotzdem noch. Das ist doch in Ordnung. Da kannst du ja noch ein bisschen was rausziehen. Wie, das ist hier nicht möglich, ist verarschen. Mike, das ist da nicht möglich. Ich nehme an, du bastelst noch an dem Base-Haus rum. Ja. Sehr schön. Ist die Frage, ist der eigentlich, der ist Level 1, ne? Ah ne, Level 2 sogar. Diese Geräusche, die es im Gewitter, im Nebel macht, die jagen mir ja immer so ein bisschen Angst ein, weil ich denke, hier kommt gleich irgendwas, was mich töten möchte. Mhm. Wenn wir gerade eine Runde ernten? Ja, wäre schon sinnvoll wahrscheinlich. Jotunbläschen vielleicht nicht, aber die Magierhüte, glaube ich, da haben wir noch nicht so viele von. Ich glaube, von den Jotunbläschen haben wir ja ganze Truhe voll. Das heißt, da müssen wir jetzt nicht unbedingt den großen Ernter machen. Ich könnte hier nicht mal eine Werkbank. Einfach kaputt gefault. Und dann gibt es ein paar neue Pilze. Zack, zack, zack. So. 2 und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. Dann haben wir die schon mal eingepflanzt, dann können wir die wieder mit rübernehmen. Brauchten wir für die Balliste vielleicht die Kerne und ich wollte noch eine Balliste bauen? Nee, Balliste brauchst du 10 Schwarzmetall, 10 Yggdrasilholz und 3 mechanische Federn. Hm. Ja, und für die Federn brauchen wir es auch nicht. Vielleicht wollte ich... Ah, ich weiß, was ich... Mike, ich weiß wieder, was ich machen wollte. Ich wollte eine Schwarzmetallschmiede an unsere Base stellen, dass wir die nicht immer hin und her bewegen müssen, wenn du sie brauchst. Ja, brauchen wir aber 5. Ja, und die haben wir noch nicht. Korrekt. Ich hab 2 einstecken. Ja, mehr haben wir ja nicht rausgezogen, weil ich habe keine einstecken. Okay, aber ist schon mal gut, das heißt, ich weiß wieder, was ich machen wollte. Ich meine, ich muss ja eh wieder in den Nebel, ne? Dann kann ich da auch direkt mal... So, den haben wir noch repariert. Den Flug lassen wir natürlich hier. Boom. Ab durch die Mitte. Das ist schön, wenn man sich erinnert, was man machen wollte. Ja, ne? Hat was. Ja gut, das Harz sollte man direkt rüber tun, dass man das direkt einschmelzen können. Also nicht das Harz, sondern natürlich das Weichgewebe. Ebene. Die Raffinerie steht ja noch in der Ebene und verpestet da die Umwelt. Ich meine, da rennen eh schon Kobolde rum. Was soll da noch passieren? Ja! So, Harz nachstopfen. Du hast kein Harz. Das ist korrekt. Da sind noch 10 drin. Immer noch mehr. Ja! Es ist voll.
Ja, dann können wir fast schon wieder auf Tour gehen und weiter forschen im Nebel, sag ich mal. Habt ihr ja, glaube ich, noch ein, zwei Sachen markiert, wo wir hin können. Und wir haben ja jetzt das Portal dabei. Wir können ja jederzeit zurück, das ist ja das Schöne. Ah, kurz mal hier noch reparieren. Konnte ja nicht alles reparieren eben. Sehr schön. Ah, der Zauberstab. Ich würde behaupten, der hat noch genug Kraft. Die Würstchen müssen wir jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Die haben wir ja eben gefunden in der... Na, was möchte ich sagen? Richtig, Worte. In der Mine, in der besetzten Mine da. Da waren ja die Würstchen mit drin. So, das sollte das Portal sein, die 42, sehr schön. Hallo? Bitte einmal umsetzen. Dankeschön. So, dann würde ich mal sagen, wir markieren das hier mal als... eine gesäuberte Mine. Das ist neues Eingabefeld. Mine säubert. Okay, steht aber Gott sei Dank immer noch so da. Ich habe jetzt gedacht, wird es jetzt so klein dastehen, dann... Das wäre nicht schön. Brücke kaputte Zwerge hier, da waren wir schon. Brücke kaputte Zwergenbase. Würde ich sagen, gehen wir mal in die Richtung und gucken, ob da noch irgendwas ist, wo wir hier ausräumen können. Weil es sieht ja schwer so aus, als wäre hier insgesamt dann nichts mehr. Wieder einmal, dankeschön. Ist jetzt alles fast kaputt. So, habe ich alles dabei für die Dings? Gucken wir mal, ob ich alles eingesammelt habe. Ja, fehlt nur die Werkbank, perfekt. Die Richtung stimmt schon mal. Darüber müssen wir. Hui! Blick! Platsch ins Wasser rein. Gucken wir mal, ob es da weitergeht. Bin ja damals, glaube ich, umgedreht, vor allem, weil ich dachte, so ein Inventar ist halt recht voll. Und ich hatte ja kein Portal dabei. Ich war ja dumm. Darf man nicht vergessen. Huch. Muss hier Welten regenerieren? Oder warum? Oh, es wird sehr nebelig. Ein gutes Zeichen. Kriegen wir ein Riesenskelett. Wäre doch okay. Würde ich jetzt nicht nein sagen. Ja, das sieht doch nach einem Brustkorb aus. Jetzt nicht durch den Kopf über im Boden drehen. Hallo? Hui. Das sieht nach einer größeren Zwergenbase aus. Ja, die machen hier Ausgrabungen. Finden die das okay, wenn ich da mal Hallo sage, oder werden die da aggro? Was geht denn hier bei euch? Den ganzen Dorf aufgebaut. Schauen wir mal, was passiert, ne? Ah, hier ist ein Eingang. Hallo? Ja, ich bin weit gereist, das ist korrekt. Ihr habt hier Versteine gegründet. Grüße. Grüße. Oh. Du bist größer als in meiner Erinnerung. Was, kennen wir uns schon, oder was? Okay. Dann machen wir mal natürlich direkt eine Markierung. Grabungsstätte? Grabungsstätte. Aber das ist kein Hirn. Wir wollen ja nur Hirn haben. Hier drüben könnte schon noch ein Hirn drin sein. Guck mal, da ist ein Schild oder so. Weil dadurch, dass hier so harter Nebel ist,
Das müsste ja eigentlich unser Hirnnebel sein. Da ist ein Brustkorb oder so ist das. Können wir auch mal hier hochgehen. Ist da ja dann ein Kopf. Hier. Der Nebel ist scheinbar nur hier unten. Die Frage, wenn wir jetzt hier buddeln, dann sind wir ja im Wasser drin. Das heißt, wir können hier gar nicht buddeln, ohne ins Wassermeer reinzukommen. Ich nehme auch an, dass hier jetzt nichts unterirdisch ist. Ich meine, das wäre ja auch fies. Okay, ich habe keine Ausdauer mehr. Ja, stopfen wir halt mal alles nach. Oh, was ist hier? Ah, ist nur eine Steinformation. Ich wackel! Ja gut, dann gehen wir erstmal wieder hier rüber zu den Zwergis. Oder hat er da oben drauf noch einen Kopf? Da wäre jetzt nichts gewesen. Ich meine, das würde den Nebel rechtfertigen, aber vielleicht ist der generell bei großen Knochen. Ne, da ist nichts drauf. Ja gut, dann gehen wir mal zu unseren Zwergen rüber. Zu unseren Zwergen. Du hast auch nochmal was. Ist hier dichter besiedelt als Berlin. Oder ist das nur so eine Positionslampe hier drüben? Ja, gratis Pilze nehmen wir natürlich mit. Wo habe ich denn jetzt eben die Lampe gesehen? Ah, die ist einfach hier unter mir. Okay. Das ist tatsächlich nur eine Positionslampe. Dann müssen wir da natürlich nichts machen. Hallo, ich bin's wieder. Dann gehen wir mal da drüben noch gucken an dem Steg. Nein, nicht schwimmen. Danke, euch auch eine sichere Grableibung. Ihr werdet ja scheinbar nicht reisen. Seid gegrüßt. Ja, ja, hallo. Oh, ihr habt hier so eine Truhe, ne? Ah, sehe ich doch. Machen wir natürlich auch mal eine Markierung hin. Zwergenbase. Was wir doch mal ein paar Zwerge, ne, beseitigen möchten. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja. So, hier drüben kommt eine Ebene. Wenn ich das richtig sehe. Oder zumindest ein bewaldetes... Oh, ne, ist ein Dings. Ein Dunkelwald. Ja. Ich meine, so ein Dunkelwald ist eine schöne Sache. Da kann man nämlich Portale ganz entspannt reinstellen. Da passiert nicht viel. Gut, im Nebel passiert ja in der Regel auch nicht viel tatsächlich. Außer wenn man an der falschen Stelle ist. Oh, nicht mit Steinen schmeißen. Ich habe gerade gesagt, hier passiert nicht viel. Dann schmeißt ihr mit Steinen, Arschlöcher. Das Schöne ist ja schon mal, ich kann nirgendwo runterfallen. Weil mein fesches Federkleid mich beschützt. So, hier geht's auch noch rüber. Da habe ich einen Fels vor der Nase. Toll. Aber du könntest jetzt mal aufhören, mit Steinen zu schmeißen. Ganz ehrlich. Nein, 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 nicht runterrutschen. So, dann würde ich mal jetzt mal kurz eine Bergbank hier hinbauen und ein Portal, dass wir mal eine Runde rübergehen zum Mike und eine Runde pennen. Haben wir nämlich auch die Ausdauer wieder. Nein, ich möchte einfach nur... Danke. 42 und ab durch die Mitte. Ah, Schlafzeit. Guck mal, ist schon fast dunkel.
Ja, ich muss hier noch auf mein Brot warten. Backe, backe, Brot. Weiß eh noch nicht, ob wir schon schlafen können, aber man kann es ja mal versuchen. Sehr schön. Können wir. Dann würde ich mal an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Und übermorgen um 17 Uhr geht's weiter. Bleib gesund, hau rein und bye bye. Tschüss.